dann auf in die erste Runde bei Goma, was auch immer das sein wird. In normalen bei Goma-Kämpfen wählst du vor dem Start drei bei Goma aus und kämpfst dann nacheinander mit ihnen. Du gewinnst, wenn dein Gegner nicht mehr drehen kann oder vom Spielfeld gestoßen wird. Wer zwei von drei Runden gewinnt, ist der Sieger. Okay. Ich denke, einfach mal spielen und dann sehen, was passiert. Deine Stärkungsleiste wird im Laufe einer Runde aufgeladen. Wenn sie voll ist, drücke A, um die Spezialfähigkeiten oben zu aktivieren. Je stärker die Fähigkeit, desto weniger Chancen hast du, sie zu nutzen, also setze sie weise ein. Je stärker die Fähigkeit, desto weniger Chancen hast du, sie zu nutzen, also setze sie weise. Manche Gegner lassen gelegentlich bei Goma fallen. Ah, okay. Wenn sie besiegt werden, ein Gegner-Experte kann dir vielleicht sagen, welche das sind. Überall auf der Welt gibt es bei Goma-Trainer, die zu bei Goma-Duellen herausgefordert werden können. Versuche sie alle zu besiegen, um der mächtigste bei Goma-Trainer aller Zeiten zu werden. Ich hoffe, dass ich die dann irgendwie erkennbar sind oder so. Also jetzt einfach das Ding da reinwerfen. Kann ich jetzt versteuern? Der andere hat jetzt schon glasige Augen. Ich will doch den nicht vernichten. Ergeben, gewonnen. Ich muss mich verrechnet haben. No way. Jetzt hat er schon wieder verloren. Unmöglich, ich habe verloren. Ich muss einen Fehler bei meinen Berechnungen gemacht haben. So werde ich Zero niemals rächen. You're still taking your first shaky steps as a Spinadeer. What you need is diligence and focus. Ray, du machst immer noch die ersten Schritte als Kreiselier. Was du brauchst, sind Fleiß und Konzentration. I know that, Doc, but still. Just you wait, Noah. I'm gonna redo the math and come back for a rematch. Das weiß ich, Doc, aber trotzdem, warte nur, Noah, ich werde neue Berechnungen anstellen und dich nochmal herausfordern. Das war das letzte Mal, dass du mich besiegt hast. Reed isn't the only Spinadeer you'll face. Aficionados of the top can be found in every corner of the world. Reed ist nicht der einzige Kreiselier, gegen den du antreten wirst. Kreiselfans findest du überall auf der Welt. Find them! Duel them, because the road to victory leads to Bagoma's greatest truth, not to mention spectacular treasure. Finde sie, tritt gegen sie an, denn die Straße zum Sieg führt zur größten Wahrheit des Bagoma, abgesehen von einem spektakulären Schatz. I'll give it my best, Doc. Gebe mein Bestes, Doc. Irgendwie erinnert mich das gerade zurück an die Zukunft mit Marty und Doc. Zeige Grüß, mein tapferer Kreiselier. Bei Goma sammel irgendwas. Aha. Du kannst dein bei Goma Inventar einsehen. Übungs bei Goma. Balance
1. Von denen kann man 60 nehmen mit Tisch. Was ist das? Aigoma Forschungszentrum, oder was soll das heißen? Mythischer Tisch. Eine mythische und bedeutungsvolle Tafel von Dr. Kork. Okay. Also in der Mitte sieht man einen Drachen, da links oben sowie einen Dämon, links sowie einen Fisch oder sowas. Da unten irgendwas mit einer Sense. Da rechts irgend so ein Rabelviech mit Flügeln. Das da oben sieht wie ein Zebra aus, einfach ein bisschen missraten. Nein, keine Ahnung. Sprechen. Willkommen, Kreisel Jenova. Wie geht es dir? Okay, dann gehe ich mal. Du bist hier jederzeit willkommen. Also auf dem Bild war ja da drüben der da. Oh, willst du bei Goma spielen? Packen wir es an. Das heißt, ich habe zwei Übungs bei Goma, ein Feuer bei Goma. Ich habe wahrscheinlich keine Chance, aber ja. Ich glaube zwar nicht, dass ich da mit den Übungsdingen weit komme, aber ja, probieren. Let's do this! Take this! How's this? Take this! How's this? Gotcha! How's this? It's no use! Yeah. Also das heißt, ich muss jetzt irgendwo in die Welt hinaus und dann... irgendwelche Kreisel finden. Ja, der ist massiv stärker, da habe ich keine Chance. Jetzt habe ich Lust, raus in die Welt zu gehen und zu kämpfen, damit ich neue finde. Gotcha. You're done for. Absolut keine Chance. Looks like I win. I lost. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Komm wieder, wenn du einen stärkeren Kreisel hast. Ja, ich denke auch. So, das Geheimnis da mit dem Baigoma ist gelüftet. Aha, nein, das habe ich schon gelesen. Also, Ausrüstung habe ich optimiert. Dann die Waffen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach durch die Pampe quer, kreuz und quer gehe. Leave this one to me. Kann dann die da irgendwo so ein Ding droppen? That's it. Ich hab keine Gegenstände erhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich da hinten hinein soll. Gut, ich meine, ich kann hier immer ein bisschen Erd sammeln und tatsächlich, da ist jemand.
muss das gerade zuerst auf mich wirken lassen. Was zum Geier ist das für ein Vieh? Leave her alone. Lass sie in Ruhe. Who are you, Mister? Wer bist du, Herr? I'm Noah, and you must be Yume. Your grandma is looking for you. Ah, jetzt habe ich sie endlich gefunden. Mann, das ist ja schon ewig lange her. Ich bin Noah und du musst Yume sein. Deine Großmutter sucht dich. Oh, she's such a worrywart. I told her, me and friend had some special training to do. Oh, sie ist so eine Pessimistin. Ich habe ihr gesagt, dass Freund und ich ein spezielles Training absolvieren müssen. Special training? But where's your besonderes Training, aber wo ist... It's really important! You never know when a big monster will attack the town and I have to be ready to help! Es ist sehr wichtig. Man weiß nie, wann ein großes Monster die Stadt angreift. Ich muss bereit sein, zu helfen. It was his idea, but I think it's a pretty clever one. Es war seine Idee, aber ich glaube, sie ist ziemlich klug. Okay, I'm glad you brought him up, because, what is he? Okay, ich bin froh, dass du ihn erwähnst, weil, was ist er? Yume's bestest buddy in the whole wide world. Also ein imaginärer Freund ist das anscheinend nicht. Das ist Freund Yumes bester Freund in der großen weiten Welt. Oh, so you're protecting her. I'm sorry, I didn't know. Oh, also beschützt du sie? Tut mir leid, das wusste ich nicht. Freund 2. Friend says he likes you. Freund sagt, er mag dich. Do you want to be friends with us too? Möchtest du auch mit uns befreundet sein? Yeah, of course. Ja, natürlich. Yippee! I just knew you would. Yippee, ich wusste es. Since we're friends, I might have fibbed a little. I actually want to leave home so I can go look for my mother. You're a traveler, aren't ya? Da wir Freunde sind, ich habe vielleicht ein bisschen geflunkert. Ich möchte eigentlich von zu Hause fort, damit ich meine Mutter suchen kann. Du bist ein Reisender, oder? I promise I'll do whatever I'm told, and I'll stay out of trouble, and I'll eat all my vegetables, and I won't wander away from friend. Ich verspreche, dass ich gehorchen werde und ich mache keinen Ärger und ich esse immer mein Gemüse und ich gehe nicht von Freund weg. Please, please, please take me with you. Aber bitte, bitte nimm mich mit. Please, pretty please. Bitte, bitte. Willkommen. Welcome to the ranks. Oh, thank you, Noah. Thank you so, so much. Oh, danke, Noah. Vielen, vielen Dank. Yume wurde ein Verbündeter. Reisende mit Freund Yume. Me and friend better go tell grandma that we're gonna look for mom. Freund und ich sagen Großmutter am besten, dass wir Mutter suchen gehen. Wait, you're bringing him to town? Warte, du nimmst ihn mit in die Stadt? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da alles komplett nochmal angucken will. Gut, hätte ich mich nicht entschieden, da nochmal zu gucken, hätte ich die Kleine nicht entdeckt.
muss ehrlich zugeben, das habe ich vergessen gehabt. Das ist schon ein bisschen einen Moment her, wo das... Also der einzige Hauptgrund, warum ich eigentlich jetzt gerade hier bin, ist wegen dem Material hauptsächlich. Ich weiß allerdings nicht, ich glaube... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wahrscheinlich schon reicht. Also in der Burg, das mit dem Ausbau. Ja, mal schauen, ich gehe wahrscheinlich nicht bis ganz hinten. Ah, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ich hätte ja da so eine Rückreise irgendwie. Look at him squirm. Aber das funktioniert, glaube ich, nur in den Dungeon, glaube ich, oder? Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Ich habe irgendwie keine Lust, alles jetzt nochmal abzulaufen. Am liebsten würde ich jetzt eigentlich direkt in die Burg gehen und mal schauen, wie es dort jetzt aussieht. Ah, jetzt habe ich irgendwas bekommen. Raes Welger. Ich denke, das ist so ein Kreiseldings. Baigoma-Kiste. Ein Behälter exklusiv für Baigoma. Du kannst deine Baigoma jederzeit von hier aus überprüfen. Aha, okay. Der wäre Angriff oder hat 2 Sterne. Oh Mann, oder soll ich doch jetzt alles absuchen dort? Ich meine, so unheimlich riesig ist das ja nicht. Zum einen hätte ich ein bisschen Material. Dann vielleicht noch eben so ein Kreisel-Ding da. Ich kann ein bisschen hochleveln, ein bisschen Gold. Gewöhnlich gesagt. Ja, weil letztes Mal in der Mine habe ich ja neue Leute entdeckt. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Ich kann ja mal versuchen, ob ich hier rausportern kann, wenn ich da oben dann bin. Okay, Gar und Lian sind auch gleich so weit. Ich hoffe, dass ich genug Material haben werde, um das auszubauen, dann in der Burg. Too easy.
Ja, weil ich habe ja gesagt, Material muss ich ja sammeln gehen, oder? Die bekommen aber richtig wenige EP mittlerweile. Also, jetzt haben wir hier nochmal Erz oder Steine. Any last words? You had this coming. Too easy. Okay, 5 Steine nochmal. Let's get it done. Lens. Also zumindest hat sich ja das hier gelohnt, eine neue Verbündete. Dann ein neuer Kreisel und nochmal Material, ein bisschen EP, Gold. Ich meine, wenn ich jetzt da 3 Kreisel rausbekomme, dann könnte ich vielleicht schon ein bisschen was gewinnen, mal schauen. Hoffe ich, dass ich jetzt hier nicht vergebens nochmal zurücklatsche. Gut, ganz vergebens ist es ja nicht. Kann ja mal testen, ob ich mich am Anfang hin teleportieren. Okay, der macht schon ein bisschen mehr Schaden. So, gleich habe ich es geschafft. Hä? Hier war ja der Bosskampf. Ich glaube zwar nicht, dass der nochmal auftaucht. Das würde mich verwundern. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Was aber neu ist, man kann hier jetzt rumlaufen. Das konnte man ja nicht. Da war ja eben der Boss. Schade, hier ist absolut nichts. Soll ich mal testen, ob ich mich da teleportieren kann? Ich mach das mal. Oh, Gott sei Dank, das geht. Von denen kaufe ich noch mehr. Soll ich jetzt da noch fischen? Ich brauche ja auch noch Nahrung. Ja. Für die Stadt. Gotcha. Perfect catch. Fisch erhalten. Ja. Ich habe zwar das Gefühl, da beim Bergpass würde ich wahrscheinlich schneller Nahrung finden. Nothing to it. Aber ich weiß nicht, was da alles drin sein kann.
Gut, das ist jetzt das dritte Mal, wo ich fische. Come on, come on! Yes! Irgendwie ist das ein bisschen makaber, da die Schildkröte am Hals. Come on, come on! Perfect catch! Weiß nicht, das geht etwa so 5-mal, 6-mal oder so. Also jetzt sieht man ja noch 3 Fische. Yes! Yep! Come on, come on! Perfect catch! Fruchtkiemen heißt. Yep. Gotcha. Schon wieder eine Schildkröte. Das heißt, jetzt kann ich vielleicht noch einmal rauswerfen und dann ist wahrscheinlich vorbei. Jetzt wird wahrscheinlich noch der Große anbeißen. Ah, Mist. Ich hab verdrückt. Es ist fertig. Bitte kommen Sie später wieder. Okay. We shouldn't pick on weaklings. Yeah, got so long. Too easy. Also, wenn man hier sich so ein bisschen hochpumpen möchte oder würde. Es wird ewig lang dauern. Ja komm, ich geh mal hier in das Dörfchen. Look at him squirm! Last one! So long! We cleaned right up! Es wäre noch cool, wenn ich jetzt nochmal einen Kreisel bekäme. Hm. Ah, hier ist jetzt die Großmutter. Allerdings ist er gerade ein Schnäppchenmarkt für Reichssoldaten. Ja, ich gehe mal zuerst zur Großmutter hin. Yume told me everything. I'm worried sick that she'll get hurt, but I suppose if she has her big friend and she has you. Also das war ja die Kleine und das ist die Großmutter. Yume hat mir alles erzählt. Ich mache mir furchtbare Sorgen, dass jemand ihr wehtut, aber ich schätze, wenn sie ihren großen Freund und dich Just hat. Promise, you'll look after her. Versprich einfach, dass du auf sie aufpasst. Okay, also die da ist neu. Hey there, what are you in the market for today? Stalwart Companions. I can check to see if we have some in back. Oh, you meant me. Rita, Hallöchen, wonach suchst du heute? Unerschütterliche Gefährten. Ich kann nachsehen,
ob ihr Händen welche haben. Oh, du meintest mich? Okay. I'm interested. But you really gotta let me punch up your style game first. I can't be seen with a man who wastes his looks dressing like that. Okay, ich bin interessiert, aber zuerst musst du mir gestatten, deinen Kleidungsstil zu verbessern. Ich kann nicht mit einem Mann gesehen werden, der sein gutes Aussehen in diesem Aufzug verschwendet. Do you think this breastplate looks great on you? Oh, especially with this shirt here. Oh my gosh, look at you, that's perfect. Findest du nicht, dass dir diese Brustplatte hervorragend steht? Oh, vor allem mit diesem Shirt. Oh mein Gott, schau dich nur an, das ist perfekt. Why not try on this armor too? Oh, definitely. This is so you. See? I knew there was a good-looking guy buried under all that blah. Probier doch auch mal diese Rüstung an. Oh ja, die schreit nach dir, siehst du? Ich wusste doch, dass ein gut aussehender Kerl unter all diesem Müll steckt. Alright, that settles it. I think I like you. In Ordnung, damit wäre das geklärt. Ich glaube, ich mag dich. So that's one stalwart companion at your service. And it just so happens I've been looking for a nice quiet place to ply my trade anyway. Damit steht dir also eine unerschütterliche Gefährtin zu Diensten und zufälligerweise war ich gerade sowieso auf der Suche nach einem schönen, ruhigen Ort, an dem ich mein Handwerk ausüben kann. Schließe dich uns an. Join us. All right, it is on. In Ordnung, die Sache ist geritzt. My name is Frida, and I'm your new armorer. I'll keep you safe in battle, and make sure you look damn good while I'm at it. Ich heiße Frida und bin deine neue Ausstatterin. Ich beschütze dich im Kampf und sorge nebenbei noch dafür, dass du verdammt gut aussiehst. Frida wurde ein Verbündeter. Modefanatikerin Frida. Ich weiß ja nicht, ob die kämpft oder ob die dann in der Burg arbeitet. Keine Ahnung. Okay, der sagt nichts Neues. Er sagt einfach Hallo, willkommen, bla bla bla. Kriege dich, komm und hol mich, wenn du kannst. Meine Frau sorgt sich um komische Dinge, es ist alles okay. Die Soldaten werden uns nicht angreifen, wahrscheinlich. Sie sagen, dass wir wie vorher leben können, aber ich mache mir Sorgen, dass meine Kinder in Zukunft zu Soldaten gemacht werden. Ihr denkt, ihr könntet hier reinmarschieren, als ob euch der Laden gehört, was? Nun, ihr werdet nach Hause humpen. Darauf kann ich nicht. Machen kann ich auch nichts. Okay, dann gehe ich wieder. Hier waren letztes Mal Hühner. Ich glaube, 3 Stück, die sind nicht mehr da. Das hier gehört jetzt dem Reichsterritorium, macht keinen Unsinn. Ich frage mich, wie groß das Reich werden wird. Ich bin nur ein Fußsoldat, aber ich freue mich auf die Zug.
Oh, oh, das Reich ist wunderschön, Dux Aldrig ist großartig. Was hältst du von meinem Liebeslied an das Reich? Dass niemand mich erkennt, wer ich bin? Wir sind hier, um die Umgebung zu beschützen. Wenn ihr euch als Reichsbürger gut benehmt, werden wir euch auch so behandeln. Also da die große Kriegsmaschine ist nicht mehr da. Gibt nichts zu berichten. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten, die Imperialen wollen Land annektieren, beginnend mit diesem Dorf. Der Basar ist verschwunden, nachdem das Reich herkam, und mein Geschäft ist ruiniert. Das ist einfach so schrecklich. Ich glaube zwar nicht, dass da... Aha, okay. Erhöht Schlitzresistenz. Okay. Ich speichere mal. Jetzt schaue ich mal schnell in der Gruppe. Also der Arzt. Warte mal, ich drücke einfach mal auf jemanden drauf. Wer ist denn jetzt da neu dazugekommen? Yume. Ihre Waffe ist Freund. Oho, die kämpft direkt an der Front. Dann Fallwart. Kerzenlichtstab. Licht lang. Galdorf. Wie viel sind dann eine Reihe? 2, 4, 6, 8. Ich glaube, ich werde Kuroto noch weiter hochleveln. Ja. Gut, die Gegner, die ich jetzt habe, sind eigentlich sehr einfach in dem Gebiet. Das heißt, ich könnte dort theoretisch ein paar Leute reinnehmen, die... Warte mal, was haben die für ein Level? 12. Level 12. Ja, was soll ich machen? Soll ich mal da die kleinen, die noch nicht so hoch sind im Level, ein bisschen hoch machen. Also hier wäre ja eigentlich, blöd gesagt, Anfängergebiet. Das heißt, da kann nicht viel passieren. General Kogan on the rear guard. Aha, die benutzt zwei Plätze dann auf.
Ja, oder weißt du was, ich komme, ich nehme doch die mal. Ich will mal schauen, wie die angreift. You got it! Until next time! Don't do anything I wouldn't do, kiddo. Das heißt, die sind jetzt an der Front, hm? Ja, dann nehme ich hinten der Arzt mal und stand for any reckless fighting. Kurz, kurz, mittel, kurz. Ach man, das ist ein bisschen blöd, wenn man so viel Auswahl hat. Kurz, 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 mittel, lang. Ja, ihn habe ich ja noch ein bisschen hochleveln wollen. Das heißt, die drei sind lang. Sie nimmt gerade zwei Plätze ein. Ja, ich kann leveln, die mal ein bisschen hoch. Aber ich speichere nochmal, falls ich den Deckel bekomme. Keine überstürzten Aktionen. Okay, mache ich nicht.